Attestierte Maskenbefreiung. Ich will aber wieder arbeiten. Ja, liebe Betriebsräte da draußen, mein Name ist Fabian Baumgartner, Arbeitsrechtler aus München und ich habe heute eine fabelhafte Kollegin hier ins Studio der WRF gelockt, nämlich eine echte Curryfee im Arbeitsrecht. Lina Goldbach, Fachanwältin für Arbeitsrecht. Lina, toll, dass du da bist und mit mir ein sehr interessantes Urteil besprichst. Ja. WAF Betriebsrat heute. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Ja, es geht um folgenden Fall. Da war ein Arbeitnehmer, der hatte eine attestierte Maskenbefreiung. Also mit dem Attest war auch alles in Ordnung. Der Arzt hat gesagt, hier, du, bei dir ganz schwerwiegend, du brauchst keine Maske, keine Gesichtsbedeckung jeglicher Art zu tragen, jetzt in der Corona-Pandemie, vor allem auch nicht auf der Arbeit und deswegen attestiere ich dir das. Ne? Der war Verwaltungsmitarbeiter im Rathaus und die Arbeitgeberin hatte natürlich eine Maskenpflicht grundsätzlich angeordnet. Ne? Klar, wird öffentlicher Dienst gewesen sein, oder? Genau so ist es. Also wenn wir das richtig gesehen haben, war es Nordrhein-Westfalen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, jedenfalls ist es die Corona-Schutzverordnung von Nordrhein-Westfalen gewesen, auf die sich die Arbeitgeberin bezogen hat, zu Recht auch, und hat gesagt, nee, aber bei mir im Betrieb herrscht halt eine Maskenpflicht und wenn du diese Maske nicht tragen kannst, darfst, attestiert, dann kann ich dich nicht beschäftigen. Schicke ich dich nach Hause. Mhm. In die Arbeitslosigkeit sozusagen. Also nicht arbeitslos im Sinne, er ist Arbeitnehmer geblieben, genau. Aber er wurde freigestellt. Mhm. Ne? Genau. Da hat er sich gegen gewehrt. Ja. Erstmal im einstweiligen Rechtsschutz wollte er ganz schnell vorgehen. Und dann kam es aber auch noch zur Hauptsache. Und das Gericht hat ganz interessant entschieden hier, Lina, für die Arbeitnehmer oder gegen die Arbeitnehmer, was würdest du sagen? In dem Fall gegen den Arbeitnehmer. Überraschend für so ein Arbeitsgericht. Man denkt ja immer, also ich kriege jedenfalls immer von Mandanten zu hören, wenn es der Arbeitnehmer ist, oh je, oh ja, wir gewinnen. Der Arbeitgeber kommt immer zu mir und sagt, das können wir nur verlieren. So ein bisschen kann man das nicht grundsätzlich, aber schon sagen, es ist schwerer für Arbeitgeber vor dem Arbeitsgericht zu gewinnen, gerade in erster Instanz. Aber in dem Fall sah es ganz anders aus, denn die Kammer beim Arbeitsgericht in Siegburg hat hier im August entschieden, dass eben tatsächlich eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt, wenn ich nicht in der Lage bin, mit einer Maske zu arbeiten und aber nach den Regelungen der in dem Fall Corona-Schutzverordnung auch für den öffentlichen Dienst natürlich gilt, dass dann eine Maske zu tragen ist bei der Arbeit. Und das Urteil war schon so ein bisschen vorhersehbar aus dem einstweiligen Verfügungsverfahren, aber das Arbeitsgericht Siegburg ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat auch gesagt, wie schaut's denn aus mit der Entgeltfortzahlung und Ähnlichem. Ja, und da war so, okay, die Freistellung, die war also berechtigt für den Arbeitgeber, aber der Arbeitnehmer wollte vielleicht ja auch gar nicht seinen Lohn jetzt von der Krankenkasse bekommen irgendwann, sondern er wollte die Fortzahlung des Entgelts vom Arbeitgeber haben. Und der Arbeitgeber hat aber gesagt, nee, du bist quasi in der Entgeltfortzahlung, ne? Ist ein Krankheitsfall. Und da hat das Gericht gesagt, ja, tatsächlich, ne? Mhm. Hier gibt's Kohle, ja. Zumindest nach wie vielen Wochen? Nach 6, ne? Ist nach 6 Wochen, genau. Ist es dann jedenfalls weniger geworden für diesen Arbeitnehmer. Und wenn wir beachten, der ist seit Dezember krank, also da sind 6 Wochen jetzt im August schon definitiv umgewiesen. Und dementsprechend hat er eben hier noch Krankengeld bekommen. Und das Nächste war auch, er war ja nicht doof, sozusagen, er hat dann auch noch gleichzeitig gesagt, na ja gut, also ich kann vielleicht nicht mehr vor Ort arbeiten, aber dann will ich bitte im Homeoffice arbeiten, aber auch da. Hat er eine Absage bekommen. Genau so ist es. Sagt das Gericht, okay, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin hat hier nachgewiesen, dass einige Tätigkeiten jedenfalls nicht im Homeoffice verrichtet werden können und insgesamt, dass auch dann die unternehmerische Entscheidung ist, das nicht ins Homeoffice zu verlagern. Das ist in Ordnung, da muss nicht irgendwie die Struktur völlig verändert werden und deswegen, du bleibst also zu Hause, ne? Bist weiter zwar im Job, aber wie, als wärst du krank, kriegst du halt jetzt Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Und Lina, es ist ja so, deswegen vertrittst du ja auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Du sagtest ja, die haben immer bessere Chancen. Ich habe mal gehört, du bist die Anwältin, die nie verliert vorm Arbeitsgericht München. Stimmt das eigentlich?
Nee, das hast du nur. Das ist der Kollege in Berlin, der Niklas Pastille, aber nur in Berlin. Ja, okay. Also man kann auch mal verlieren. Man muss natürlich sagen, diese Entscheidung ist bislang noch nicht rechtskräftig. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Und wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht. Man muss halt auch dazu sagen, solange die Corona-Schutzverordnung besteht und die existiert einfach noch und es so klare Regelungen gibt, dass eben im öffentlichen Bereich an bestimmten Plätzen die Maskenpflicht gilt, steht es dem Arbeitgeber auch zu sagen, wenn du das dich daran nicht halten kannst, auch aus gesundheitlichen Gründen, dann kann ich dich nicht weiter beschäftigen. Das ist wie in jedem anderen Weisungs- und Direktionsrecht auch, wo der Arbeitgeber Vorgaben macht und ich sie aus gesundheitlichen Gründen nicht erfüllen kann. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Entscheidung schon folgerichtig ist. Die Frage ist natürlich, was treten für Konsequenzen ein, wenn der jetzt über den Krankengeldbezug hinausgeht oder ähnliches. Ja, dann wird er ja auch irgendwann Arbeit suchen. Dann bekommt er Arbeitslosengeld 1, wird er dann berufsunfähig? Also das sind alles Folgefragen. Im Moment würde ich sagen, die Entscheidung ist goldrichtig, was jetzt den Gesundheitsschutz anbelangt und natürlich den Umstand, dass wir hier eine Verordnung haben, auf die sich der Arbeitgeber zu Recht berufen hat und gesagt hat, daran halte ich mich. Und er ist ja auch weiterhin quasi in Brot und Lohn, insofern er ist abgesichert. Lohnt gerade ein bisschen weniger. Ja, es wird keinen Kündigungsgrund geben. Nein. Für euch Betriebsräte da draußen wichtig, aber was wollt ihr für eine Lehre aus diesem Fall ziehen? Also, wenn es solche Fälle bei euch gibt, versucht vernünftige Regelungen zur Arbeit mit dem Arbeitgeber, dass vielleicht hätte man durch geschickte Verhandlungen doch im Vorfeld hier irgendwie den Arbeitsplatz als Homeoffice-Arbeitsplatz gestalten können. Dafür sind Betriebsräte da und das ist eure Kernkompetenz, ne? Hier eine ordentliche Vereinbarung zu schließen. Und lieber Fabian, da haben wir, glaube ich, auch ein ganz, ganz tolles Webinar, welches, meine ich, du leitest, das gibt's zum ja Thema nicht. Homeoffice. Jawohl, besucht es gerne. Hier Homeoffice, Mobile Work und was für Vereinbarungen hier sinnvoll sind. Ja, da werdet ihr schlauer. Lina, es war fantastisch mal wieder mit dir. Ich wünsche dir eine schöne Heimreise nach München und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ne? Und euch hören wir auch hoffentlich demnächst wieder da draußen. Tschüss.